Irgendwie habe ich von Anfang an gewusst, dass das eine fucking Falle ist, ey. Ich glaube, ich gehe da jetzt nochmal hin. Ich weiß jetzt, wen von den Chaoten ich erledigen muss. Ich hatte ja auch noch eine zweite Kugel. Ah, okay. Also auf ein neues. Und ich werde da jetzt nochmal rübergehen, Freunde. Da kenne ich nichts. Nein, da war nichts. Das habe ich eben schon nachgeguckt. Bin ich eben schon kurz auf diesen Lichtschimmer drauf reingefallen. So. Komm schon. Gut. Jetzt hier den Inhalator erstmal holen. Gut. Subi! Dann gehe ich jetzt zu den Wichsern da drüben. Sehe ich die schon von hier aus? Nee. Sonst hätte ich schon direkt einen von denen gekillt. So, hier runter. Ah, wo hatte ich denn die Zigaretten gefunden? Ich weiß es nicht mehr. So, ich glaube, es ist tatsächlich schlauer, hier in diesem Staub zu laufen. Jetzt geht doch hier hoch, verdammt. Weil man sich dann einfach mehr als doppelt so schnell bewegt. Zwar die doppelte Ausdauer verbraucht, aber halt sich einfach viel schneller fortbewegt. Oh, halt die Backen. So, dann sammle ich noch eben hier das Wasser ein. Ah, wo habe ich denn die Zigaretten? You have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. I know you wouldn't care anyway. Natürlich ist es mir scheißegal. Warte mal, hier kommen wir hoch. Ach, was haben wir denn da? Oh, nice. Einmal Schmerzmittel und einmal... Was haben wir hier? Noch so eine komische Trinklösung. Was ist denn das? Hu-Trinklösung. Ah. Ausdauer und Kapazität. Ausdauerkapazität wird damit erhöht. Alles klärchen. Okay, hier ist schon Staub. Halt die Backen. Gut. Da muss ich jetzt gucken. Der in der Mitte ist es. Ach, denkst du, ich dachte jemals, dass es Spaß ist? Schnell, bevor der andere hier ist. Und der andere? Ach, der hat sich da hinten ergeben. Ja, chill doch. Ja, am besten treffe ich jetzt deinen Arm. Ah, cool, wir haben eine Wiederholung dafür bekommen. Danke für den Tipp. Toll, jetzt sitzt du hier immer noch und kommst hier nicht weg. Das war ja schlau. Oh Mann. Frauenlogik, ne? Ja, ich werde sterben, wenn du mir nicht hilfst. Ja. Da finden wir was.
So, wie komme ich denn hier jetzt wieder runter am besten? Wo war denn hier die Regenrinne? Ach, da drüben, okay. Dann gehe ich noch mal ganz kurz hier zurück. La 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 la. So. Und jetzt gehen wir hier wieder zurück zu diesem Pfeiler und klettern hier hoch. Komm schon. So, und dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Kaufmannsladen, zum Mall, zum Shopping Center. Ich trinke einen ganz kurzen Schluck. Und da drüben ist auch noch sowas. Da könnten wir natürlich auch noch mal hin. Jo, Hakenpunkt. Ich weiß nicht, sollen wir da auch noch mal rüber? Könnte interessant werden, was da ist. Komm, Freunde, wo wir jetzt da sind, mich interessiert das jetzt einfach gerade. Nach dem, was wir da eben alles gefunden haben, will ich wissen, was da drüben ist. Also schnell dahin laufen. Wo komme ich denn hier hoch? Hier. So, jetzt verbockt das nicht, Kollege. Ja, spring doch rüber jetzt. Sollst du fucking noch mal rüberspringen? Ah, oh, Scheiße. Schnell einmal Obstsalat. Das erhöht wieder die Ausdauer. Und jetzt? Und jetzt? Boah, das war gar nicht gut. Ach, scheiß drauf, Mann. Ich kletter hier jetzt wieder hoch. Scheiße, das war richtig böse. Böse, übel, schlecht, miserabel. Fuck. Ja, wir hätten uns sonst von da drüben hier rüber geschwungen. Also das war jetzt wirklich fail. Tut mir leid an dieser Stelle. So. Komm. Balancier mal ein bisschen schneller. Please. Spart ein bisschen Zeit. Komm, 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 komm. Renn, Junge. Renn. So. Alter, wie beeindruckend das aussieht. Erinnert zum Teil ein bisschen an Crysis 2, finde ich. Ja, Grappling Hook. Kenne ich persönlich, also den Ausdruck kenne ich, wenn ich ehrlich bin, noch damals von Minecraft. Also Enterhaken. Und zwar gab es da eine Mod beim guten Pongy damals, die Grappling Hook. Daher kenne ich diesen Ausdruck. So, wie war das jetzt? Wie kam ich denn hier jetzt weiter? Ach genau. Klettern. Wir müssen klettern. Gut, das ist natürlich nicht so häufig der Fall in diesem Spiel. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen, bis ich auf solche Ideen komme. Ihr versteht. Was ich meine. So, hier oben, er hat auch gut geparkt. Das muss man ihm lassen. Respekt. So genial, dicht am Abgrund zu parken. Das schafft nicht jeder. So, ich will jetzt mal gucken. Müsste ich doch eigentlich durchkommen. Nö. Gut, dann nicht. Hoch mit dir. Na, wen haben wir denn da? Los! So, wenn er sich nicht ergeben will, dann eben so. So, Schmerzmittel aufgehoben. Und nun
Schade, das ist irgendwie nicht so positiv. Fällt mir da gerade auf, wenn hier beim Shopping Center Leute rumgammeln. Oh, was haben wir denn hier? Ach nee, hier mussten wir ja sogar lang. Okay, ich habe keine Kugel. Er hat eine Waffe. Runter auf den Boden. Geh runter, verdammt. So, ihn müssten wir eigentlich ins Feuer hin. Ah! Eigentlich hätten wir uns ins Feuer stoßen. Hätten wir ihn ins Feuer stoßen müssen. Ja, so, genau. Bastard! Und er verbrennt da im Feuer. Wie geil das einfach mal ist. Ja komm, Schmerzmittel haben wir ja jetzt mittlerweile einigermaßen viel von. Hey, warte. Wir mussten hier links. Scheiße, ich wollte eigentlich nochmal in die andere Richtung gucken. Ich dachte, wir müssen... Wir hätten hier nicht längs gemusst. Da hätte ich bestimmt noch was gefunden. Naja, gut. Nun ist es zu spät. Können wir eigentlich auch durchs Feuer laufen? Nö, können wir nicht. Ach. Ja, da habe ich eben die Attacke ein bisschen versaut. Ich wollte ihn eigentlich von Anfang an ins Feuer stoßen. Aber irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Naja, gut. Man lernt mit Fehlern dazu. Nächstes Mal weiß ich, dass der Angriff dann Attacke heißt. Gut. Warum hat er das kleine Kind denn jetzt nicht schlafen lassen? Alles klar. Also, wir müssen über die U-Bahn-Station. Und das finde ich ziemlich cool gemacht hier. Ich weiß nicht, ich würde behaupten, entweder Physik, wenn ich es nicht besser weiß. Ich hab's gewusst, dass hier was ist. Since you're helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. That'll be a big help. Ach süß, das kleine Kind. So, jetzt haben wir aber noch den Asthma-Inhalator. Den werden wir erstmal dem Kollegen hier geben. Damit er nicht die ganze Zeit hier husten muss. Das... Ah. Super. Schönes Gefühl. Like a tidal wave.
No one could breathe out there. Everyone had to stay inside the shelters, like this mall, with supplies shrinking slowly. There was nothing else we could do for weeks. The alternative meant going outside. No one who went out ever came back. Okay. Scheint echt einiges passiert gewesen zu sein. Mich würde auch mal interessieren. Danke. Mich würde auch mal interessieren, was hier unser Protagonist in der Zeit gemacht hat. Der muss doch auch irgendwas davon mitbekommen haben. Aber ich bin mal saumäßig gespannt, was dieses Spiel uns noch in der weiteren Spielgeschichte erzählt und wie das hier weitergeht, die Story. Das ist, ich finde es einfach so mega spannend. Also worauf das hier alles noch hinausläuft und sowas. Weil irgendwie müssen wir ja auch erfahren, was hier passiert ist. So, ich laufe hier mal durch. Das geht dann nämlich schneller. Logischerweise. Okay, hier ist nix. Ich will halt keine Ressourcen übersehen. Da vorne ist ein Feuer. Bedeutet das, dass dort auch Menschen sind? Nee, ist recht verlassen hier. Übrigens, I am alive bedeutet ja gar nicht, ich bin Überlebender. Sondern eigentlich, ich bin am Leben, wenn ich das richtig übersetzt habe. Weil ich habe irgendwann mal gebrabbelt von wegen I'm alive, ich bin Überlebender. Aber Überleben ist ja survive, nicht alive. Wir könnten diese Treppe darunter nehmen. Ja, oder hier. Wir nehmen hier einfach die Rohre. Die so wunderbar schildern. Obwohl, wir kommen hier sogar noch nach oben. Dann gucke ich mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Vielleicht liegt hier noch was zu essen oder Ressourcen. Na bitte. Na bitte, ein Kletterhaken. Sehr cool. Sonst noch was? Nee. Alle needen sie nur Water. Das Schild findet man überraschend häufig in diesem Spiel. Oh, und wir können hier noch weiter nach oben, oder sieht das nur... Nee, das sieht nur so aus. Okay. So. Are we going to see Henry? Yes. Good. Will you stay with us? I don't know. Super, hier sind...